Ah, fuck, falsche Szene. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu der neuen Folge Pokémon Silver Heart Randomizer. Ich habe mich erholt von dem gestrigen Mordversuch von YouTube auf mich. Meine voraussichtliche Lebensdauer wurde um 28 Jahre verringert. So, ich muss noch kurz eine Sache machen. So. Okay, jetzt sollte alles gehen. Perfekt. Ich bin schön, dass du übersteuerst. Aber ja, ich übersteuere richtig im Stream. Ich höre das gerade. Auf jeden Fall. Heute auf Twitch, weil Mord. Danke YouTube. Ich finde schön, dass ich immer noch unten das mit YouTube eingeblendet habe. Müsste ich das wissen. Egal. Ach ja, und da ich das gestern nicht geschafft habe, aktualisiere ich nochmal den Orden. 3. Ah nee, fuck. Ich mag deine Stream-Tags. Yes, yes. Also ich bin professionell. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung auf Twitch. Das ist meine Hauptplattform. Ganze 7 Streams. Immer. So, wir hatten Arena gemacht. Wir sind in den Brunnen gefallen mit Kurt zusammen. Haben ihn als Trampolin benutzt. Ah, oh, cool. Ich glaube, ich kann jetzt sogar die Bälle abholen von ihm. Ich gönne mir seine Balls, was? Alter, eine Aprikoko. Ja. Alter. Ah, keine 2 Sekunden. Mann, ich hasse mein Leben. Wieso? Egal, ich spreche es mit ihm. Erst rollt YouTube rein und dann einfach das Game. Das war so behindert. Zweimal getrollt. Ich wollte gestern Arena machen. Und dann habe ich das Spiel gestartet. Bin in-game rein, sofort der Bug. So. Willst du mich verarschen? Das ist so schlimm. Das passiert irgendwie jetzt viel öfter. Das passiert aber nur bei dieser echten Kopie von DS. DS. Weil DS ist kaputt. Hallo Kurt, ich möchte deine Bolts haben. Er gibt mir Simp-Bälle. Let's go. Vielen Dank. Simp-Bälle? Wait, man kann, ich glaube ich gar nicht. Frank. Ah, doch, kann man. Wait. Doch, man kann. Aber man hört dich. Obwohl du eigentlich leiser bist. So, ich muss die Tracks anpassen. Gut. Okay. So sollte besser sein. Okay. Gut. Achso, ich kann ja gleich die nächsten Bälle in Auftrag geben. Hi. Oh, wie sehr hast du Apokoko-Baum? Krass, lass mich mal was aus deinen Bolts machen, was? Alter, welche mache ich? Mache ich grrrm? Mache ich wzz? Oder mache ich wzz? Was denkst du? Ich war gerade voll verwirrt, warum ich irgendwas Weirdes in deinem Stream höre, aber das war einfach ein anderes Video, was ich noch auf hatte. Richtig los. Moin, Niki. Niki, ich sehe Niki nicht mal im Chat. Doch. Er ist First-Time-Chatter, Alter. Ist er Mod sofort? Ich stelle dir vor, er wird direkt gemoddet. Ah, da sehe ich Niki. Oh, stimmt, ich muss auch mal mir eben meinen Mod-Status abholen. Muss irgendwas schreiben, Niki, was sehen wir. Das, ich wollte sagen, ich habe ungeziefer dabei. Hier, das ist doch eine gute Nachricht, um Mod zu werden, oder? Wow, Alter, wow. Krass, ne? Der erste Stream muss halt leider immer cursed sein, sonst funktioniert das nicht. Natürlich. Wie modde ich Leute? Da. Du klickst auf deren Username und dann steht da. Ja, das ist ein Icon. Ich hab gedacht, da steht irgendwie Text mit einem Button. Elite Joshua hat dich. Oh mein Gott, ich kann aus Versehen irgendeinen Modus aktivieren, Hilfe. DDoS-Modus. So gut. DDoS-Modus. Stell dir vor, so Mods haben so Berechtigung, dich einfach zu DDoSen.
Sehr gut gemacht, Alter. Okay, jetzt gibt's Mord. Jetzt kommt der Typ, Digga, der will mich zerfetzen. Der hat Pokémon auf Level 24 oder so. Wir fangen mit RPG an. Ich bin Level 12. Ja, Alter, ja, du musst die fischen, Alter. Wait, lass mich kurz. Mach ich. GG easy. So. Habe ich wenigstens gute Werte? Nein. Du hattest bis zum letzten Stream, du warst Level 8, hattest du nicht mal Feuerattacke. Oh mein Gott, wie die Scheiße. Da ist er. Der Stream ist aus. Was? Was hast du getan? Oh, er ist wieder da, glaube ich. Oder? Er ist rot. Ja, er ist wieder da. Also ich es ist weg. 0 Bitrate. So 8000 Bitrate. Ich sehe immer so jeden 2000. Frame mal. Warte, ich mach mal kurz Discord weniger. Sorry. Ja. Oh mein Gott. Okay, so. Scheiße. Sag mal, stimmt's eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast diese Bande eigentlich aufgehalten, sagst du? Erzähl mir gerne Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Average Adolphus, wie like. Ja, ich mach den jetzt fertig. Es wird easy. Rivale Adolphus. Oh shit. 21. Wow, jetzt spinnt mein Internet rum. So, du bist sogar gut. Du kannst Burby verbrennen. Und Linus macht Donnerschock auf Flumpy. Burby macht Schutzschild. Burby hat keinen Bock. Oh mein Gott. Er hat Alzheimer. Tschüss. Er hat Voltab. Digga, was ist Voltabsorber für eine Fähigkeit? Wieso weiß ich davon jetzt erst? Wie kriege ich den Tod, Diggi? Das ist wie hat so Orbsauber. Oh. Wieso? Okay. Ich wusste gar nicht, dass er existiert. Okay. Also ich nehme mal an, dass sie so ist. Er macht wieder Schutzschild. Er hatte nur Schutzschild als Fähigkeit. Wenn ja, dann wird es lächerlich. Ultraschall, Alter. Wow, Technologie. Gut, Niki ist drinne. Der rasiert jetzt. Literally. Oh mein Gott. Er ist vergesslich. Alzheimer Stage 4. Stage 4. Unlucky. Oh, Alzheimer wurde besiegt. Gut. Scheiße, er ist gestorben an Alzheimer. Na, Niki hat ihn rasiert mit Intelligenz. Ach, Digga, wie soll das Ding Kieferbiss, Mann? Lass Niki in Ruhe. Oh shit, er packt aus. Digga, Niki muss Burmy einfach fragen, wann ist das, was es das zuletzt gegessen hat, und wegen Alzheimer ist es dann einfach tot. Die haben jetzt alle Alzheimer einfach. Das ist ein Alzheimer-Team. Bitte, Papyro, geh auf Raphael. Ach nee, wait, die AI weiß ja wann. Die greift ja nach dem an, oder? Nee, anscheinend nicht. Egal, Papyro muss weg. Kiefer bis auf Raphael, easy. Gut, wir machen Aquaknarre. Und wir wechseln Linus aus, weil sonst ist Linus tot auf RPG. Yes. Das sind die Moves, Alter. Ist dir aufgefallen, dass ich nur Starter habe? Also, mein halbes Team ist Starter. Ich habe Wasserstarter, Feuerstarter, Pflanzenstarter. Ja, habe ich gemerkt. Machst einfach ein Starter-Only-Team. Jo, der Damage unendlich hoch. Digga, wieso spammt dieses Ding ein Schutzschild, Alter? Vakuumwelle? Oh, du bist tot. Ja. Ich war aber auch nur Level 12. Was hat man da auch groß erwartet? Ja, jetzt kommt mein bestes Pokémon. Linus, recht. Linus Level 18, let's go. Da ist es. Das wahre Pokémon. Digga, es ist Pimpverein. Ach, nur Level 18, Level 18. Also Level 23 war schon dein höchstes, aber es ist trotzdem gut. Eigentlich. Ich finde es gut, dass du. Was für eine Sprache streamst du?
Ich habe auf Deutsch gestellt. Ah, okay. Wieso fragst du? Weiß nicht. Man sieht halt den Text nicht. Da steht nur I like Boo. BS. Hm. Generation, mein bestes Pokémon wurde toxiniert, was? Glaziola ist ein cooles Pokémon. Das ist Level 9, Digga. Ja, okay. Es ist halt kacke gerade, aber es wird später gut. Also, Tackle macht mehr als ein KP Damage. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Das ist schon mal besser wie nichts. Kacke, Raphael ist bald tot. 2 KP Damage, let's go. Wieso hat Plymph überhaupt Toxin? Ich muss es nicht hinterfragen. Kacke, überleb Raphael. Na, ja, ich wechsle Linus. Und dann mit Glaciola Tackle auf Burmy weiter. Das Ding muss sterben. Also ich glaube jetzt sogar, dass mein Internet wirklich abknackt. Abknackt, Alter. Keine Ahnung. Meinst du es auch bad? Deutschland? Weil es schlimm. Weil selbst Discord kackt ab. Ja. Aber wieso? Keine Ahnung, Mann. Es ist deutsches Internet. Das ist so, ich hab vor eine halbe Stunde Test gestreamt. Es läuft perfekt. Es lief perfekt. Ja. Aber YouTube hat da einfach Trollface. I mean, Twitch hatte einfach jetzt Trollface, weil die betrügen mich auch. Ja. Zack, zack, boom. Die beiden sollen jetzt down sein, let's go. Blindfahrer ist down für immer, let's go. Easy. Ich glaube, du musst zu ihm gucken, Alter. Kann ich machen. Da hänge ich zwar immer so 2 Sekunden hinterher, aber ist okay. Yeah. Alter, ich habe Adolphus besiegt. Ich konnte Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für meine Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Sie verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge, die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten, Alter. Die Leute von dieser Drecksorganisation halten sich bloß für die größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so scheiße hoch ist, Alter. Haben irgendwelche Obdachlosen von der Straße adoptiert, was? Aufgenommen. Ach, Jesus, Digga. Alter. Digga. Ah, kacke, irgendwer wird jetzt sterben durch Gift. Egal. Fuck, es geklingelt. Ich hasse es. Ja. Ist das random? Ach ja. Und Chat, wie oft macht ihr so Meth am Tag? Junge. Der jeweils wiederkommt?
Alter. Wir können ja mal die ganzen Charakter bewerten, die gerade bei Yoshi auf dem Bildschirm sind. Also, wir haben einmal oben, neben dem komischen Ding, wo man heilt, steht dieser Fischer. Der ist hässlich und kacke. Er ist wahrscheinlich bei der 187 Straßenbande. Und ich glaube, er angelt gerne, aber es ist nur eine Theorie. Dann haben wir diese Alte da, auf der Linken. Die sieht irgendwie aus wie ein Haus. Ja. Und dann haben wir diesen Gentleman im Smoking, der sehr attraktiv aussieht. Das bin einfach ich. Ja, er ist wunderschön. Ja. Die Treppe ist auch sehr schön. Mord. So. Hi. Ja, ich habe gerade über die ganzen Charakter geredet, die auf dem Bildschirm zu sehen waren. Alter, das ist der Content. Dafür sind alle gekommen. Ich hab festgestellt, der Typ mit dem Smoking, der so trippy aussieht, ist einfach ich. Ah. Die Alte auf der Linken ist ein Haus und der Fischermann oben einfach ein Huren von der 187 Straßenbande. Alter, das ist einfach offiziell bestätigt. Ja, ja. Ja, ja, ich arbeite ja bei Pokémon, Digga. Ich setze das jetzt einfach. Yes. Gut, gut. So als Textbox dasteht. Okay. Wir haben den Typen besiegt und let's go. Warte, Yoshi, können wir kurz darüber reden, dass ich ein Cartridge-Game updaten will? Was? Ja, Hacking. Das Game einfach updaten, Digga. Stell dir vor, du schmeißt wirklich so deinen uralten DS an, auf einmal kriegst du so ein Update für fucking Pokémon Hardcore. So was? Ja, über so Radiofrequenzen. So ist so, da rot, Digga. So 3 kW pro Minute. Ey, Alter, damit kannst du sogar ein paar Sachen theoretisch aktualisieren. Ja, so Textboxen und sowas sollte damit easy gehen. Dann überall so hoch und so hoch. So, let's go. Einfach das Game optimieren, auf einmal ist es 10 GB groß. Okay, hier ist der Typ. Einfach jeden Soundtrack mit Deutschrap replacen. So was? Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Das Steinchenwald ist sehr groß. Mann, ich kann das nicht mehr. Hat einen Weg! Warte. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Das Steinchenwald ist sehr groß und hat einen Weg. Ja, das war gut. Oh Mann. If you know, you know. Es heißt, Edges Patron, wach über den Steineichenwald. Mach also besser keine Dummheiten, Alter. Komm nicht vom Weg ab. Du Hurensohn. Der geheimnisvolle Steineichenwald, er ist ein Wald wie der andere. Wow. Ja, er hat einen Weg. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sich erwöhnt auf mich. Die Purelta, die für uns zur Kohlegewinnung, Bäume fällen, den Wald durchtürmt, der einen Weg hat. Könntest du sie vielleicht fangen? Purente haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du nur auf einen Ast trittst. Komischerweise haben sie sich direkt da eingestellt, wo die einzigen Äste im ganzen Wald sind. Technologie. Genau so hat er das gesagt. Einfach 10.000 IQ. Los, RPG gegen Bosch-Maschine. Ja, wahrscheinlich. Bosch-Maschine. Mein Lieblings-Pokémon. So. Ja, Mann. So, oh nein, hab mich gehört. Wow. Ah, fuck. Wow. Bosch-Maschine. Okay, Digga, dieser Typ. So. Hallo, du Keck. Du bist hässlich. Aber ich muss hier rumgehen. Easy. Pore! Genau so hört es sich an. Du hast dich von hinten angeschlichen und hast es erwischt. Wow. Imagine, wow, du hast es geschafft. Du hast das Ding gefangen. Wow, tschüss. Aber da hat sich noch eins versteckt.
geh, hol es sofort, sonst kommt Messer. Gut. Ich hasse Encounter manchmal. Sichlor, Alter. Jetzt gibt's Feuer, Junge. Feuer, Feuer. Unendlich. Nur Kanonade, be like. Es hat nicht mal gereicht. Oh, oh, Feuer, Junge, Feuer. Er macht Energiefokus, Alter. Atombombe. Verbrannt. Wow. Easy. Level 13, let's go. Ruckt so wie die beste Attacke, Endlevel. Silberbeck ja. Weg. Jo. Gut, jetzt holen wir noch den anderen Ficker, aber erstmal das Item hier. Blippe. Blippe. Blipp. Da ist der Kick. Ich finde es immer noch gut, dass du als 10-Jähriger die Welt retten musst. Normale Sachen. Da ist er. Der Handbohrer. Der Handbohrer. Handlich gebaut. Handlich gebaut? Ist das nicht irgendwie so 30 fucking Tonnen schwer und so 10 Kilometer hoch? Yes, handlich, habe ich doch gesagt. Handlich. So handlich wie eine Waschmaschine. Normal. Das Ding wird verbrannt. Vakuumwelle, wieso haben die alle so kranke Attacken überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Das ist richtig schlimm. Die Typen, die haben wirklich sowas wie Flammenblitz und so haben die. Ich weiß nicht woher. Ich glaube, sowas sind sogar teilweise Moves, die man einfach aus dem Eck erlernt. Ich verstehe auch nicht, wie das gemacht ist. Poren! Oh, wir haben es gefangen. Wir haben die Assi-Dinger gefangen. Klasse, beide Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Wow. Ja, die hören nicht auf mich, weil ich keine Ohren habe. Get wrecked! Imagine, du bist so bad. Imagine nicht den ersten Arena der schaffen. Imagine nicht den zweiten Arena der schaffen. Der Typ mit seinem Level 25 Puffelluff. Nee, was hatte er? Keine Ahnung. Der war auch so ja. Hoch. Oh, du sind ja meine kleinen Po und Renta. Sag bloß, hast du diese Beute etwa für uns eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, dann kann ich keine Kohle herstellen und keine Kohle machen, Alter, verstehst du? Danke, dass du meine Kohle gerettet hast hier in einem VM01. Damit kannst du Bäume zerrachen. Da brauchst du aber Orten aus Arena, pasch auf. Ach, da hast du schon, kein Problem. So, die Typen also sind heute, jetzt... Ja? Heute dürftest du sowas nicht in dein Spiel einbauen, weil sonst wirst du verklagt dafür, dass du gegen Bäume bist. Eigentlich auch voll gesellschaftskritisch, ne? Die ersten Demonstriere arbeiten, damit sie Bäume für sie abhacken, damit sie Kohle machen, damit sie Geld machen. Kohle für Kohle. Das ist schon ganz schön hart. Kohle für Kohle. Fair, fair. Also, hier sieht man die Typen. Und jetzt, wenn ich hier durchgehe... Ich hasse diesen Erscheinungscounter. Geh weg, Bohrmaschine. Wüsste ich. Ab im Koffer. So. Wie? Oh Gott. Oh, der Huren. Oh mein Gott, der Togepi. Das ist leider nicht randomized. Das weiß ich seit 1000 Jahren. Das Ding, Alter. Wie nennen wir es? Wir nennen es... Guck, ob shiny ist. Ist immer schwierig bei Togepi, weil Togepi ist. Och, Alter, Maulind. Ja, hallo, Ellie, fick dich. Danke, tschüss. Stell dir das mal so vor. Der ruft dich so an, du gehst so ran, so, ja, hi, fick dich, tschüss. Ich hör auf. So, dann haben wir A. Ist kein Shiny. Ein A. Geschimpft auf Azalea City, let's go. Hat gute Ausdauer, let's fucking go, Alter. Deine Werte sind Spezialangriff plus Endet minus, geht sogar. Das ist okay, ja. Aber Alter, Linus. 58 Spets Attack.
Der knallt selbst Niki weg. Das ist das Allerbeste. Was ist meine Fähigkeit? Achso, deine? Großbauen wahrscheinlich, ja. Starterfähigkeit. Ja. Guck mal hier, Sturzbach hat er und Notdünger. Das ist einmal die gleichen Attacken. Hat jeder Starter, das sind so Basic-Attacken. So ja, unter 10% KP machst du, glaube ich, 10% mehr Damage oder so. Keine Ahnung, wie genau die Prozente sind. Egal. Ja, das ist irgendwie lame. Yeah. So, die Typen waren hinter uns. Wow, Technologie. Macht Sinn. Tut mir leid, dass ich mir gar nicht bedankt habe. Hier, nimm dieses Stück Holzkohle. Das ist richtig cool für RPG. Ja. Ey, ich gehe hier erstmal in den Ofen, also gebratene Ente. Tote Ente. Ende. Hä, schön knusprig. Ich hab mich Schutz angemacht. Ja, ich hab's gesehen. Wieso hab ich Schutz angemacht? Mann. Du, das war richtig smart. Ja, Schutz einsetzen, ja, finde ich gut. So, hier also kein Stück Gras, so 5 Kilometer. Wahrscheinlich ist es, sobald du wieder im Wald bist, ist der Schutz gefühlt schon vorbei, wahrscheinlich. Oh mein Gott, der Bug. Kannst du das nicht fixen, indem du einfach durch ein Gebäude durchgehst oder so und nochmal Leute die Zone lädst? Nein, weil ich weiß nicht, weil wenn ich speichere jetzt, ich kann es jetzt, glaube ich, zeigen. Außer es ist ein anderer Bug. Hä, nee. Oh, also ich hatte einen Bug, der war genau gleich bei meinen allerersten LP von Soul Silver. Und wenn du da durch eine Ladezone gegangen bist, da wurde das Spiel schwarz. Für immer. Oh. Also für immer. Da konntest du nichts mehr machen, gell? Du konntest überall hinlaufen, alles, aber das Spiel war immer schwarz. Deswegen habe ich das. Dann solltest du, wenn das passiert, trotzdem immer speichern, aber versuchen, ja, was trotzdem geht. Ja. Digga. Gut. Schutz wird nicht mehr. Dankeschön. Er hat wenigstens ein paar Schritte gehalten. So 2. So. Danke, ich hattest du gar nichts gebracht. Doch, wetten, ich hätte einen Counter gehabt. Safe eh nicht. So, ja, welches Pokémon? Ah. Ah. Wait. Kehrtwende, glaube ich, kein Pokémon. Nein. Ich finde schön, dass die da immer direkt sind. So literally ganz durchgehend Caps. Nein! Ja. Warum soll ich denn, was soll ich denn sonst da hinschreiben? Nein, aber nicht, sorry. Richtig geschrieben. Nein, die müssen jetzt in Gesicht schreien. Du musst ja auch verstehen, dass die das nicht erlernen wollen. Das würde ich. Hast du eigentlich Togepi beigebracht? Das Ding brauche ich nicht. Vor allem Huan. Deswegen. Ja. Oh. Der Steinöchelwaldschrein, er wurde zu Ehren des Waldpatrons errichtet. Celebi kannst du hier fangen, wenn du ganz viele Drogen genommen hast. Also, was sind eigentlich die Requirements dafür, dass man Celebi da fangen darf? Irgendeine Eventsache. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich werde mich so hart durchschieten durch die Events, Alter. Und ich habe so Lust drauf. Ja. 3 Schritte. Mann, jetzt hätte man doch Schutz sehr gut benutzen können. Ja. Und macht dann ja. Tipps für Trainer. Ich wollte es gar nicht ansprechen. Oh mein Gott, hier ist X-Angriff, Alter. Alter. I mean, Sichtlaus ist cool, aber Sichtlaus ist nicht stark. Oh, cool, 1,7 XP. Du bräuchtest halt doch dein Pflanzen-Pokémon. Hab ich doch. Achso. Stimmt. Meine Typabdeckung ist echt gut. Stahl, Elektro, Feuer, Boden, Wasser, Boden, Pflanze und Eis. Ja. Außer das. Das ist Level 9, das ist Level 13 und das ist Level 20 fast. Ja. So, jetzt erstmal hier durch den einen Typ ansprechend für Kopfnuss, weil gute Attacke. Boom, Junge. Jo, Alter, er packt aus.
Junge, er hat seinen fetten Bauch gegen den Baum gehauen. Maschine, Alter, pass auf, der rollt gleich los, Digga. Ja, Mann. Was ich hier tue, fragst du. Ich schütte Bäume mit Kopfnuss. Würdest du auch mal ausprobieren? Ich bring diesen gerne bei. Welches Pokémon soll Kognos erlernen? Kognos! Linus. Tut okay, leid. Kognos finde ich gut. Apigee versucht Kognos zu erlernen. Fick oh, dich, Decke. Schöne Attacke. Warum muss ich jetzt Kognos erlernen? Ja, du musst deinen Döner gegen den Baum hauen. Warum setzt der fette Typ selber Kognos ein, Alter? Er haut aber seinen eigenen Kopf gegen den scheiß Baum. Hä? Technologie. Einfach ich, Junge, hä? Aber die Kognos ist wirklich eine gute Attacke eigentlich. Das ist nur das Early Game. Deswegen bringt das selbe Pokémon bei, was es kann. Ja. Lass dich einfach verlernen. So, Tackle kann weg. Wer braucht Tackle? So. Keiner. Ich meine. So, Graziola. Ja, Kopfnuss, wieso nicht? Angriff, scheiße. Egal, Tackle kann weg. Ah, cool. Wieso hat er eine Hundetextur? Wieso sieht das aus wie so Terry Bark aus den nächsten. Aus Dings? Ja, er irgendwie. Ist Ding. Ich finde schön, dass Dings. Warum ist dein following Pokémon einfach du? Oh, was? Jetzt wieder noch. Hä? Was passiert da die ganze Zeit, Digga? So random. RPG spielt mit Laub. Ich lauf da einfach, Digga. Ah, kann Geld speichern sollen. Ah, du checkst wohl so da, cool. So. Cool. Random. Wait, ich mach. Wait, gibt's hier. Ich hab alle Hotkeys deaktiviert. Ich bin auch schlau. Mach ein Safe State. Auf deinem DS natürlich. Ja, ja. Oh, hallo. Kimono, mein Gewand, sagen wir. Wie finde ich zum Waldesrand? Überall. Na, was sagt ihr da? Ihr wollt mich scheinbar gesehen haben in Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber ihr werdet hier unter Umständen so freundlich, meine Fähigkeit, den Weg aus dem Wald zu zeigen. Ja. Der steinreiche Wald ist sehr groß. Pass auf, dass du dich nicht verläufst, weil er hat einen Weg. Ja. Geswitcht. Big Brain. Seid ihr doch sicher? Aber ihr irrt doch selbst noch hier durch den Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Oh mein Gott, RPG. Er will sich die Hose klären. Ja, hä, immer doch. Normal. So eine Rentnerin, Alter. Echt so. Ich find's aber cool, dass du sie angesprochen hast, dass sie jetzt hat sie übel die Bars gespittet. Sie hatte übel die Rap-Lines drauf. Ja, das war so Rap-Battle einfach. Sie hatte übel die Lines drauf. Ich denke, sie hat ein paar Lines vorher genommen. So, Glut, Junge. Pi wird verbrannt. Pisse wird verbrannt, was? Digga, dieses kleine Scheißvieh. Gut, ja, hier ist weiter nichts. Schnell durch. Ist hier irgendwas? Nein. Ich wollte da gucken. Ist hier ein Item? Nein. Hier, ich mach Kopfnuss. Was finden wir? Luft. Boom! Wow! Wow, ist der Wald groß. Ja. Das ist spaßig. Ja, nämlich ein Weg. Oh, du siehst Bogodox, krass. Hier nimmt die TM. Ich würde schön, dass ich aus, wenn ich weiß, dass hier eine TM ist. Ah, so schön. Mal mit Dennoch sprechen. Hast du in den Wald gesehen, wo man den Schutzpatron holt? Ich gestern, heute Morgen, der Wald wacht zu jeder Zeit, der Patron wacht zu jeder Zeit über den Wald. Hast du bestimmt ein Pflanzen-Pokémon? Wow. Tipps für Trainer. Gut, so viel dazu. Wie brauchst du? Tipps ganz für Keks. Ja. Hier trainiere ich. Digga, ich trainiere gleich deine Mutter, Junge. Ach, Digga, wie soll der 5 Pokémon? Wieso ist... Alles so Carpador.
Wieso ist sein Level minus 3? Weiß ich nicht. Im normalen Game ist es das wahrscheinlich auch, aber weil das Double Battles sind und das Game aus irgendeinem Grund versucht, bei Double Battles die Pokémon lower vom Level zu machen. Nee. Hier ist dir nicht aufgefallen, dass jeder Kampf ein Double Battle ist? Das habe ich eingestellt. Deswegen war ja auch am Anfang Dings da. Mein Besucher. Ja, wer heißt der nochmal? Missing No. Da. Yeah, I remember. Wieso geht Knut daneben? Wie kann Knut daneben gehen? Schon zweimal. Ich weiß es nicht. Das ist das, blind oder so. Das ist das größte Problem. Jedes Pokémon, also jede Attacke, die 95% hat, die hat bloß 50% zu treffen. Ich weiß nicht wieso. Es geht daneben. 85% Chance geht daneben. Sofort zweiter Try. Es ist so ein Betrug. Wirklich immer. F. Das ist so, ich mache teilweise 100 Attacken, geht daneben. Ich frage mich so, hä? Hä? Passiert. Oh mein Gott, dein Lieblings-Pokémon. Hä? Warte. Taubsi. Taubsi ist cool. Taubsi ist ein Vogel, Mann. Da kann ich jetzt nicht sagen. Aber Taubsi ist cool. Weil die letzte Entwicklung ist badass. Bitch ist Level 14. Nice, nice, nice. Wow, der komische Wurm wird verbrannt. Der der. Da ist heute das Abendessen. Abendessen? Apropos yes. Abendessen, ich bin kurz weg. Lol. Auf den Elektrogrill gebraten, aka Linus. Sollte ja eigentlich gehen, wenn man so Strom durch Linus' Körper jagt. Ist ja eine Metallplatte eigentlich. Wieso kann der Typ denn keine Feuerattacken? Imagine. Imagine, kommt so ein komisches Metall-UFO an, es fängt einfach an zu glühen und bohrt sich zum Erdkern. Da ist halt die Frage, wie viel Strom kann ein Pokémon erzeugen? Wenn man mal sagt, dass Linus durch seinen Körper einfach so dauerhaft so, keine Ahnung, wie viel Volt oder so ein Donner hat. Aber das sollte ja eigentlich schon massiv sein. Alter, ein Ladybar. Wow. Donnercock. Reicht leider nicht. Egal, Linus heilt sich. RPG verbrennt irgendwelche Käfer. Keine Ahnung. Ist ein Hobby. Muss man nicht verstehen. Kacke. Durchbruch auf RPG. Handkantenschlag von Pipi, Mann. Wow. Pipi ist down. Let's go. Let's go. Käfer wurde verbrannt. Sogar kritisch. Kopf zuerst verbrannt oder was? Diese Aussage auch, Alter. Ach, hier ist noch so ein kleiner Keck. In meiner Klasse bin ich der Pokémon-Experte. Digga, der Typ weiß, dass man Paraheiler gegen Paralyse einsetzt, Junge. Und die anderen so, wow. Boom, Junge. Goldini verknokst. Gebratener Fischalter.
Komm, Abitur, das ist Standard. Let's go. Muss der Bus noch der Carbock hin? Yes. Abitur heute noch leben. Ein Quiekel. 16, gut, dann gibt's erstmal Kopfnuss, Alter. Und Kopf. Nee. Ultraschall. Tisch, tisch, tisch. Karkas macht dich genug. Line ist voll, aber RPG kann verrecken. Oh mein Gott, es ist zurückgeschreckt. Los, RPG, oh, zugib. Bist du seine Mutter? Ah! Zurück trifft Line, Alter. RPG ist 15, nice. Digga, Training gerade echt nice. Echt nicht wichtig. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, welche Pokémon hier auf der Route sind. Das müsste ich mal tun. Hier können ja richtig fette Oschis drin sein, Alter. Mein so, Timing war godlike. Ich bin runtergekommen in die Küche. Ich frage meine Mom, wann gibt's Essen? Und sie sagt jetzt. Wow, Alter. Junge, Nudeln und Sahne geschnitzelt ist, Digga, ich schwöre. So gut. Massiv. Ich habe heute einen Joghurt gegessen mit Tomaten und Königin Frischkäse, Alter. Das war mein Abendbrot. Ja, geht auch. Haselnuss. Was ist das? Ja, Mann, High Protein. Hazelnut Pudding. 20 Gramm Protein. Normal. Bitte, ist ein gutes Pokémon hier. Pipi. Nee, Gurak würde dir gar nichts bringen, weil ich bin schon da. Weißt du was? Was bräuchtest du denn noch für Pokémon im Team? Also, es gibt eigentlich bloß ein Pokémon, was ich so überhaupt geplant hatte, mit ins Final Team zu nehmen. Aha. Das ist Linus gewesen. Linus, okay. Aber Gladiola wäre doch auch nicht schlecht. Ja, ich will ein paar unterschiedliche Pokémon machen. Also da muss ich gucken, was ich halt noch finde auf den Routen. Aber das Ding ist, ich bin eigentlich nicht mal so gut, weil ich halt reiner Feuertyp bin. Ich weiß nicht, ob sich das abends so anbietet. Erstmal ist das die beste Pokémon, die ich finden konnte. Halt. Ja, ja. So, das Ding wird verbrannt, das Ding wird gebraten. Milliarden Volt und Ampere gleichzeitig. Ha. So was? Yes, yes. Ihr war beide fast tot. RPG muss leiden? Doch nicht. Einfach 1 Million Strom. 1 Million Energie. Alter, wow, das ist eine heftige Angabe. Jetzt weiß ich genau, wie viel das ist. 5 Wasser. Sieben Mehl. Mindestens so 3 Feuer. 3 Stahl. So was? Was soll das überhaupt heißen? 3 Stahl, 7 Feuer, 5 Energie. Das ist so Dorf-Simulator, so Building-Simulator oder so. So Minecraft, Crafting-Recipes. Digga. Ja, so 3 Energie oben in die ersten 3 Slots und dann den Rest einfach ausfüllen mit Feuer. So was? Elektro-Code. Den kannst du dazu verwenden, um den Enderdrachen zu one-hitten. So was? Ihn damit abschießen. So one-hit. Ich stelle mir gerade so ein Meme vor, so average Pokémon Player, und dann musst du einfach so dieses, meine Menüführung so doppelt so schnell abspielen. Wie ich die Attacken ändere und auswähle. Ja. Oder so 10-mal so schnell. Mhm. Das ist
Mein Gott, die alte, meine Telefonnummer, die Ho, die wird geknallt. Ah, fuck, ich bin geil. Ich hab so fucking viele kranke Ideen für die Highlight-Videos. Ich muss unbedingt nachher nach dem Stream anfangen, die zu schneiden. Du musst einfach, das muss so, es muss eigentlich eine Meme-Compilation sein. Digga, ich schwöre, das wird nicht mal eine Meme-Compilation, Digga. Das wäre auch keine Highlights mehr, Digga. Das wird einfach ein reiner Shitpost-Status. Das wird eine Mischung sein aus Shitpost und einfach nur die ganze Zeit so irgendwelche Edits, Alter, die richtig random sind. Oh mein Gott, seine Mutter wird verbrannt. Sowas zum Beispiel. Also ich glaube, wenn ich die Ideen so umsetzen kann, wie ich sie im Kopf habe, wären die sogar besser als die alten Highlight-Videos. Und das ist schon schwer, weil die alten sind nostalgisch. Yeah, Danny, da musst du Cock auf den Tisch schleppen. Schleppen? Yes. Alter, du bist happy. Die alten sind nicht mal krass, aber die sind... Ja, ich bin happy, weil ich die Highlight-Videos schneiden kann bald. Let's go. Wow, Digga, du stumpfst mich in den Magen, Alter. Ich komm gleich mit dem Messer. Junge, er sticht dich einfach ab, Junge. Hä? Kann man nicht mit Igelava oder so richtig geile 1000 Grad Messer-Videos machen? Einfach über seinen Kopf halten. Ja! Heißes Messer gegen... Gegen Atombombe. safe, das wirkt sicher. Heißes Messer gegen Weißes Haus. Moin Leute, willkommen zurück, hier neues Mr. Beast Video. Heute werfen wir 10 Atombomben und gucken, welche den meisten Schaden anrichtet. Opa! Danach wird die Umwelt so vergiftet sein, dass wir alle auf den Mars ziehen werden. Das werde ich euch natürlich auch finanzieren. Vielen Dank für alles, das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Du scheinst auch echt fit zu sein. Oh, hi Ellie. Ich will dir mal vorstellen, das ist Ellie, eine Trainerin. Mein Gief. Ich glaube, sie hat ein großes Talent, aber du bist natürlich viel Boscher. Halt das Maul, fetter Ficker, Alter. Dein Name ist auch Buskarim, Bus mit einem L ran, weil nichts Besseres eingefallen ist. Komm mal lieber mit, Ellie. Der Opa, Alter, denkt sich auch noch so, dieser fette Wichser, Mann. Was hat man Fax überhaupt für Speed genommen, Digga? Der macht. Juice Bull kann einpacken, Alter. Der läuft schneller als meine Mutter. Was? Ja. Oma! Ich möchte dir gerne meine Freunde. Aha, jetzt sagt er selbst. Verheiratantrag, genau. Genau so heißt das. Genau so sagt man das. Verheiratantrag ist ausgeführt. Ich möchte mein Girlfriend vorstellen. Mein Enkel hat sich also eine Freundin geangelt. Zieh mal eine an. Aber Oma, was redest du da für komisches Zeug? Das ist so, das fühlt sich so an wie so ein Anime eigentlich. So. Aber, ja. Yes, einfach so. Eigentlich ist es doch Pokémon einfach. Es ist doch. Ja, I mean, ja, macht Sinn. So gut, mein Kleiner, wenn du da Wert legst, dass wir sie kennenlernen, hat sie bestimmt Talent. Du kannst jederzeit uns besuchen kommen, dann kannst du deine Eier hier ablegen, die du von meinem Sohn klaust. Was? Oh, fast nicht vergessen. Hier, meine Nummer. Aha. Hey, Digga, du musst dir aber die Oma klären. Digga. 10.000 IQ. Digga, ich muss leider etwas tun. Das wird schmerzhaft sein, aber es ist wichtig. Du sagst mal, ich will ihre Nummer nur, weil wir beide Pokémon-Trainer sind. Versteht das bitte nicht falsch? Ey, Alter, heute 18 Uhr Love Hotel, was? Digga, einfach ein Love Hotel in Pokémon. Imagine. Yes, yes. Ich bin die Passungshalterin, bisschen will ich Pokémon auf. Was sollen wir aufziehen? Yes. Welches Pokémon sollen wir aufziehen? Linus. Nein. Einfach das Zeug wie so reinwerfen, so tschüss du und so. Wenn du nicht Level 100 bist, wenn ich wieder ankomme, dann wirst du, keine Ahnung, ich komm einfach gar nicht wieder. Einfach Spiegelei. Hä? Wenn der Togepi Level 100 ist, wie willst du dann entwickeln? Nur als Gedanke.
Ich weiß nicht, das wird halt einfach scheiße so. Es ist halt 100 und richtig kacke, Mann. Da kommt noch so Level 25, so voll wie ins Pokémon knallt auf den Maul. Ja, ja. Wir müssen echt am Ende des Let's Plays, müssen wir, wenn du wirklich so 100% alles durch hast, jedes Legendary, das alles erkundet, alles gemacht, musst du echt gucken, wie weit dieses Ding ist, Alter. Ich hau da noch ein weiteres Pokémon rein, mal gucken. Weiter, nehmen Sie dein A. Vor allem eine Weile im Pflege. Schau später mal nach ihm nach. Nein. Erstmal kein weiteres Pokémon. Ich find's gut, wie das Ding nicht A heißt, sondern einfach nur so A. Ja. Dieses kleinere A da noch. Alter, ich kläre mich sogar von den Opa die Nummer, Junge. Alter. Kontakte. Wir sind jetzt in der Drug Dealer. Yeah. Alter, du willst nicht wissen, was die da hinten im Haus anbauen, Alter. Es gibt einen Grund, wieso das so groß ist und dass ein Abendwetter bald steht, Junge. Ja, deswegen darfst du da ja auch nicht rein. Ja, genau, deswegen ist ja auch schon Polizei, die wissen das, aber die können nichts gegen die Drogen, die da machen. Die ermitteln noch. Digga, die sind Teil. Mogelbaum, das packe ich da auch rein. Ich mogel da einen Baum rein, Alter, pass auf. Stell dir vor, so Level 100 Mogelbaum auf einmal, so was, warum? Blut mehr? Ja, bisschen. Ah, Apigee ist tot. Oh. Ja, egal. Linus kommt rein. Ach, kacke, dass der Typ an Fuß tritt. Bälle. Super Ball. Komm. Cool. I mean, sind wir mal ehrlich, ist nicht die Pension ein besseres Leben als draußen in der Wildnis? Wenn man ja so betrachtet, die bekommen Essen, müssen nicht kämpfen um ihr Leben, müssen kein Essen rankämpfen oder so, bekommen das Essen und können sich einfach so. Ja, so wie ich. Alter, wie nennen wir ihn? Nenn ihn Baum. Ich weiß, sehr kreativ. Das ist nicht Mogelbaum, das ist Baum. Mogel. Ja. Baum? Es ist einfach, wait. Ist einfach der eine Dude von LTT, Digga. Wie heißt der? Fuck, Mann, ich komme nicht auf seinen Namen. Das ist nicht Mogelbaum, das ist Baummogler. Yes, finde ich gut. Jo, der wahre Keck. Hi. Dein A ist um 2 Level gewachsen. 2. Ich hab den da gerade reingepackt. Chikan wird APG nehmen, der tot ist? Nein. Fein, dann nehmen wir deinen Baumogler für eine Weile in Pflege. Schau mal, Digga, Alter, die Bäume, Alter, du musst aufpassen, der wird behandelt in 15 Ländern, Alter. Digga, du willst Bäume, der kommt. Auf deinen Baum. Hi, Polizier. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Halt dein Maul. Die sind in der Pokémon-Pension drin. Du musst da nochmal reingehen, Digga. Ja, ich bin die verdächtige Person. Man muss wirklich... Das hat wahrscheinlich irgendjemand schon mal gemacht. Du gehst zum Polizei-Typen hin und sagst, ich bin die verdächtige Person. Und er so, hä? Was? Ja, safe. So richtig ohne Kontext. Und im Match gehst du einfach hin und sagst so, ja, ich habe gerade jemanden umgebracht, obwohl es einfach gar nicht stimmt. Ja, ich habe ihre Frau halt gebankt. Festnehmen, so. Das ist ehrenlos. Das ist richtig ehrenlos. Alter. Bist du ein Polizeiofficer und sagst ihm das? Digga. Gefängnis, Digga, für immer. So was? Genau so funktioniert das. Ich kenne mich aus. Ich war auch mal im Gefängnis. So, ey. Ich weiß, wie es so ist als Korb. Ich war nämlich mal gefangen. Digga, ich weiß auch, wie es als Präsident ist. Ich war auch schon mal Präsident. Ich habe schon mal einen Präsidenten gesehen, deswegen weiß ich das auch. Jo, Alter. Digga, du willst nicht wissen, ich habe schon mal Geld gesehen. Ich weiß, wie es ist, Geld zu haben.
So true. Digga, ich hab schon mal Boden gesehen, ich bin based. Hä, Digga, ich bin ja auch reich, weil ich hab schon mal einen Reichen gesehen. Digga, ich hab Linus mal gesehen, ich bin mit ihm best bros, Alter. Wir sind so. Real. Von ihm hast du einfach die Grafikkarte bekommen. Ja, hast du dir gar nicht gekauft, einfach so 40, 70, so. Oder der Hans so. Ey, ja, Linus, ja. Digga, komm, gönn mal. Und er so, ja, okay, nimm mit, Bro. Digga, hat sich gedacht, was soll ich mit dem Scheiß, Alter? Vor allem sagt er das so auf Deutsch, so, ja, nimm mit. So was. Ja, ey, er spricht Deutsch, du, ne? Spricht Deutsch, du, und so, hab ich zu ihm gesagt, der hat in Deutsch geredet, so ist halt so. So funktioniert das. Ich könnte wow. Direkt auf Half-Life Plays gucken, Digga, wie es mittlerweile aussieht. Digga, die Deutschen packen wahrscheinlich wieder aus, obwohl Reddit so ein Haufen ist. R/Plays. Ist das mittlerweile eigentlich fertig? Also, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die hatten ja Bad Apple animiert, das sieht sogar richtig cool aus. Nein, keine Ahnung, wie das da ist. Ich wusste, dass es war. Die bauen da einfach diese fucking Glurak-Karte, die so 10 Milliarden Dollar gefühlt wert ist. Ey, neues Mr. Beast Video. Wie kam von R/Plays? Komplett. Alles. Jules hat wahrscheinlich ein Video zu R/Plays machen, könnte ich mir vorstellen. Nee, ich weiß nicht, ob du Jules Videos guckst, aber die sind gut. Nee. Ich möchte, dass Mr. Beast ein Video macht, wo er irgendwie so 100.000 Leute oder so anstiftet, komplett zu übernehmen. Digga, Mr. Beast hat einfach so ein Video, so, ja, geht auf R/Plays und macht die ganze Leinwand einfach so Mr. Beast Logo, sowas. So alles kaputt machen von anderen, so stundenlange, tagelange Arbeit. Einfach so. So ja, ist jetzt meins. Wir sind da! Du Garcia City! Scheiß Pokémon sind da. Junge, die Deutschlandflagge ist so voll mit irgendwelchem random Stuff, das ist so geil. Ey Digga, wir müssen Kubayo. Wird 100% funktionieren, nicht. Mein Kanal-Link. So über die Deutschlandflagge durch. So. Ja, wahrscheinlich, Full oder? Full-Wiff. Digga, die Deutschen verwenden alle Scripts und Bots, Alter. Digga, die Deutschen, das sind richtig Keks, Alter. Mhm. Das stimmt zwar, aber die Deutschen waren wieder so Wiki-Style. Und waren einfach so, ja, lass mal in 20 Minuten so perfekte, koordinierte Art und Weise machen, da so vorzugehen. Ich hab gefühlt so das ganze Event einfach durchgescriptet. Das ist so, ja, Digga, ich pack Botnets aus mit 100 Millionen Usern. Oh ja, es gibt Leute, die haben schon mit Botnets, haben die so Sachen gemacht schon. Ich glaube Monaco war das. Monaco hat irgendwie so richtig fett so ein 3D-Artwork gebottet. Lol. Das stand da einfach so da in so 2 Millisekunden. Oh mein Gott. Die Arena-Leiterin heißt Bianca, aber sie ist vorher plötzlich von ihr weggegangen und meinte, sie wolle ein Radiomodul holen oder so. Wow. Radiomodul. Hat sie kein Radio? Ach, die Ho ist ja auch nicht da, fuck. So, wir holen jetzt das Radio. Das ist in diesem Gebäude. Du Keck, ich schmeiß dich gleich ins Wasser und waterboarde dich. Alter. Schön. Gut. Hallo, ich möchte Radiomodul. Oh, es läuft gerade besonders kurz. Ich will Radiomodul. Du kannst damit immer Radio. Ich will es. Willst du eine Küsse? Ja. Gut, erste Frage. Kann dein Pokémon dir die Karte anzeigen? Ja. Nein. Wow, das ist richtig. Ist Nidorina immer weiblich? Nein. Ich mach's auch, Digga. I don't care. Ich wünsche, dass du immer wieder fragen kannst. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Verwendet Kurt, der Pokéball-Schmied, Aprikorken als Material hier ist. Immer. Nein. Aprikoks benutzt er. Das benutze ich aber auch. Carpador kann keine Thermattacken lernen, richtig? Nein. Falsch.
Musst du da nicht einfach immer nur Ja spammen? Nein. Ich glaube, du musst nirgendwo Nein antworten eigentlich. Doch. Hier. Muss Nein. No. Hier ist es Ja. Hervorragend, und letzte Frage. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin? Nein. Wie die das auch noch so delayen, Alter. Das wird das irgendwie spannend. Das war goldrichtig. Glückwunsch, bitteschön. Hier dein fettes Radio. Digga, musst du so ein scheiß Radio mitschleppen, Alter. Statt das so MP3-Player oder so. Wahnsinn, du bist echt klasse. Bei Frage 3 war ich mir so sicher, dass die Antwort Aprikoks lautet. Wow, vielleicht muss ich die erinnern. Genau so hört es sich an. Im Real Life sogar noch schlimmer. Da muss ich mir das Alphabet-Spiel denken. So, ja, ich dachte, dass bei Frage 3 das Aprikoken wären, Digga. Und dann so dieses, du bist dumm. Mit diesem Zoom, Alter. Alter, let's go. Das Problem ist, dieses Video setzt mich auch ein bisschen unter Druck, weil ich muss so Memes für die nächsten 200 Jahre erschaffen. Hey, du musst einfach die ganze Meme-Kultur alleine liften. Ja, real. Und ich glaube, du bist so durch, das machst du auch einfach. Ich glaube, das kriegst du sogar hin. Oh mein Gott, der Typ. Ey, du zukünftiger Wichser, in dieser Arena warten dich Trainer von Typ Normal. Die sind richtig krass, weil sie normal sind. Zukünftiger Wichser. Oh, du musst wohl etwas wachsen. Du gefällst mir, aber ich werde es dir nicht einfach machen. Was, bist du Shota-Fan oder was, Digga? Hä, based. Schönheit, Marika. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Gut, gut. Jetzt gibt's Mord. APG macht Feuer und der macht Blitz. Genauso heißt die Attacken. Feuer und Blitz. Als ob der den one-hittet. Oh mein Gott, Junge, was? Eieieia. Ich weiß nicht, ob du den Server TV installiert hast. Aber das ist eigentlich ein Emoji. Ich bin OBS und OBS. Unterstützt leider bloß die anderen beiden Sachen. Im Chat steht halt der Eier, ja, deswegen. Yes, yes. Das kann ich sehen. Gut, Hornio wird verbrannt. Auf Twitch, wenn du es im Chat haben willst, musst du dir einfach nur die Extension holen. Yeah. OBS hat sogar, es gibt ja mehrere Sachen. So, Extensions für Emojis und so bei Twitch. OBS hat sogar zwei eingebaut. Aber literally siehst du, guck mal, im Livestream funktioniert das. Da ist die. Im Live-Chat. Ja. Da hab ich 7CD. Und Franka Face und Better TV. Yeah. Und OBS unterstützt deine Brust die anderen beiden. Und nicht das andere, was du nutzt. Sad. Mhm. Digga, diese Arena, wie ich hier einfach so durchklippe. Ich finde auch echt schön, dass man das Tier einfach wirklich so sind. So, was? What? Was? Ist das bitteschön? Weiß ich nicht. Magic. Magicus. Digga, Developer, so wie ich auf Drogen. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Digga, gewalttätig hier oder was, Junge? Es ist vielleicht eine Anmache gewesen. Digga, du liegst gleich und kannst nie mehr gehen. Hä, ist doch gut. Yes, yes. Mach ich auch so nicht. Wieso hat Dodo dich gerade fast, also dich zur Hälfte gekillt mit einer Attacke, Alter? Was? Hi, Digga. Ich warte bis Bummels irgendwie Explosion oder so macht. Oder sowas wie Flammenwurf. Digga, ja. Ich hab gegen Myrapla auf Level 10 gekämpft.
Ich habe gegen einen Bummels gekämpft mit Solarstrahl. Digga. Digga, das war wild. Oder gegen Myrapla mit Matschbombe. Digga, die haben mich so zerfetzt, Alter. Wow, Donnerblitz geht daneben. Verbrennen, komischer Fake-Faultier, was? Fake-Faultier, es ist ein Faultier. Es ist ein Tottier. Was? Wie? Was? Wer hat er überlebt? Wie macht er das? I don't know, Hex oder so. Mev kickt. Lim Stelle auf Linus. Linus bekommt Matsch in die Fresse und blutet. Obwohl er aus Stahl besteht. Haha, verbrannt. Linus Level 20. Nice. Verhöhner ist fehlgeschlagen. Wow. Attacke geht daneben. 5% Chance. Zweimal hintereinander. Oh nein, Mauzi, bitte verzeih mir. Was hast du mit Mauzi gemacht? Hast du ihn umgebracht? Hast du ihn ersoffen in der Badewanne? Hast du ihn mit Hosteln abgeworfen? Das werden wir nie erfahren. RIP Mauzi. Ich glaube, ich muss noch gar nicht eingehen. Ich mache das erst vor der Arenenleiterin. 3D-Sicht ist eingeschränkt. Wo kann ich hier lang? Ah, nee, wait, da. Ah. Und noch zwei Trainerinnen. Egal, was für die alte hier. Oh mein Gott, ein Knilz und Pummeluff. Ein Pummeluff. Lehmschuss auf Pummeluff und Donnerschock auf Pummeluff. Nice. Good job, Linus, good job. Lehmschuss schmettert. Wow, er schmettert nicht, Alter, weniger Damage. Wieso hat der Giga sogar? RIP Raphael. Digga, der steht noch, Digga, wie macht er das? Digga, das ist Reflektor auf. Digga, einfach competitive auf einmal, Junge. Digga, ey, als sind hier beste Pro-Player ab, Junge. Rechte Hand, Alter. Wow. Tot. Getwackt. Gigasauger, oh mein Gott, er versucht Pflanze gegen Pflanze zu machen. Wieso macht das noch relativ viel Damage? Oh nein. Kriege ich das Ding überhaupt tot? Kriege ich das Ding überhaupt tot? Moin. Wie läuft's? Kriege ich Ninja-Ton überhaupt tot? Was hat das denn für Schwächen nochmal? Ninja-Tom ist nur gegen zwei Sachen, glaube ich. Also ich glaube, du musst es effektiv treffen, damit... Ja, yeah, damit es tot ist. Aber ich weiß nicht, ob ich den Attacken habe. Ich weiß ja gar nicht. Das Ding war Typ Käfergeist. Feuer? Theoretisch? Ich hab noch RPG. Digga, stell dir vor, Probier's damit. Du Knilz kannst du ja eigentlich auch mit RPG wegmachen. Also mit mir. Ja, deswegen. Aber RPG ist wanted, deswegen lasse ich ihn grad. Und RPG, und Knilz hat Gigasauger und hat Raphael fast gekillt. Oh. Neko haben wir hier noch. Ja, ich glaube hier erstmal die Sachen alle um. Angemessene Damage. Nicht so viel, aber geht.
Und Schnarcher ist fehlgeschlagen, weil du nicht schläfst, du fette Katze. Normal. Wieso setzt der Typ Head? Nein, hat er nicht nur ein KP? Ja, tut er, hat er auch. Ich weiß auch nicht, was er macht. So wie sehr dumm, ja. Der stärkste eine KP. Jedes Pokémon macht immer ein KP. Ja. Digga, Alter, wenn ich jetzt mit APG reinkomme, denn Wetten gibt's aufs Maul oder so? Na, safe nicht. Windstoß auf APG, Zug hab ich geheilt. Das hätte ich vielleicht sogar wirklich gekillt. Ja. Habe ich vielleicht eine Eisattacke? Nein, es muss sein, sonst komme ich nicht durch. Yes. Digga, die Göre, Alter. Die Ho. Die zwei Härtner, die er gemacht hat, hat auf jeden Fall eine Menge gebracht. Alter, Digga, die zwei Hätten, die halten mich fast umgebracht, Digga. Hast du das nicht gesehen, Digga? Der war so hart, Alter. Sein Guck war so hart. Aha. Kenn ich. Die Trainerin ist schon umgefallen. Ja, verstehe ich auch. Digga, was? Digga, der Fußboden war nass. Normal. Bei mir immer der Fall. Wieso hat Nato gegen das Auge? Was? Hä? Was denn? Nato hat Gigas Auge. Ich weiß. Das ist ein Psycho-Pflanzen. Psycho-Flug-Pokémon meine ich. Ja, aber ich glaube, Hidden ist immer, also halt, Ding ist halt eigentlich immer. Das kann, ich weiß, das Ding kann Pflanzenattacken lernen. Kurz gucken. Ja, das Ding gibt Psychoflug. APG ist bald wieder tot. Oder Linus, ich weiß es nicht. Level 7 ist APG, let's go. Blut geht daneben natürlich. Schaufler auf. APG, er ist tot. F. Raphael ist auch tot. Fuck, ich könnte gegen die Dings sterben. Ich heal einfach. Ja, ganz wie? Viel. Weiß ich nicht. Hast du nicht Beleber oder so gekauft? Zweite Arena habe ich erst letzte Folge gemacht. Ich kann noch gar nicht Beleber kaufen. Oh. Egal. Ultraschall macht immer 20 KP Damage. Heiliger Kacke, das Ding für die KP. Kopfnuss macht mehr als 20 KP Damage. Er ist zurückgeschreckt. Cool. Das war's. He did. Did. Dipped. Easy. Gut, jetzt heilen und dann gibst dir. Stream seit einer Stunde 19. Ach, geht ja noch. Ah, so, endlich raus. Was mache ich, Junge? Och, du Kek, ich geh ran. Guck mal, was er sagt. Hallo, hier ist Clarence. Wie geht es dir? Die Wahrzeichen von Olivana City ist und bleibt an euch, Tom. Nimm doch mal einen Abfallross dorthin mit. Weil ich deute es ja. Wow. Ich komm da gar nicht mal hin. Ja. Digga, wie weit ist denn der schon, Alter? Der Typ ist einfach hier durch Wald gesprungen, Junge. Der Typ ist einfach auf Crack. Digga, mein Boy, Alter. Heirat wann? Literally? So 5 wurde Heiratsvertrag schon gemacht. Ja.
Aber Itchy geht es wieder besser. Nein, die kann ich jetzt nicht begleiten. Oh, happy, Alter. Aber Itchy streckt sich lang und macht ein Päuschen. Verdient. Du warst gerade tot. Hab ich... Ach, ich streck mich gerade echt lang. Ich mach gerade noch echt ein Päuschen. Also ist understandable. Dein Leben immer. Nur fort. Fair. Nee, ist ja so. So, hier ist mal ein Bike abholen. Oder geht's noch nicht? Wir haben hier eine neue Zweitstelle des Fahrradladens eröffnet, aber es kommen einfach keine Kunden. Sagst du, würdest du für mich auf dem Drahtesel schwingen und Werbung kurz machen, ja? Wirklich, ganz im Ernst, dann verrate mir doch bitte deinen Namen und deine Telefonnummer. Was, wo sind die Bestimmungen nach GDPR? European General... Was war das? Data Protection... Regulation? Egal, hier nimm. Keine Ahnung. Ja, die Richtlinien von Gemeinschaft auf Hardcore. Was? Yeah. Ja, das... Oh fuck, ich bin hier rein. So Richtlinien. Es ist ziemlich niedlich. Behandelst du deine Pokémon gut? Lass mich nachgucken. Es ist ziemlich niedlich. Was ist das? Was? Kontext? Was ist niedlich? Wait. Die hat gefragt, behandelst du deine Pokémon gut? Dann hat sie gefragt, ob sie nachgucken kann. Da hat sie gesagt, es ist ziemlich niedlich. Was ist der Kontext dafür? Das sagt aber auch richtig viel aus, ob du es gut behandelst, ne? Ja, der Typ, Alter. Stell dich, wer meine Pokémon bei Kämpfen besiegt und bewusstlos. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb sie mich nicht aufstehen können. Get good. Sag ich und ein halbes Team gerade an irgendeinem scheiß komischen hier Stein verreckt, Alter. Ja. Dieser Typ, Alter. Hier soll es irgendwo einen neuen Fahrradland geben, aber wo bloß? Ich finde ihn einfach nicht. Es ist ein Weg dahin. Ein scheiß Weg. Es ist aber auch eine ziemlich ranzige alte Gasse irgendwie. Ja, die einzige Gasse. Die könnten dann draufschreiben auf den scheiß Flyer, Digga. Die einzige Gasse in der scheiß Stadt. Oh, Trip, Alter. Was? Nein, nicht jetzt aus dem Fahrrad. Digga, ich zieh da gleich Wheelies drinne mit den Dingen, Junge. So, registriert im Koks-Menü. Ah. Hui. Direkt einfach 10 mal so schnell einfach. Ich glaube, wenn du dich zu schnell im Kreis drehst, könnte es passieren, dass das Game sich sogar softlockt. Weißt du, was ein Tweak ist? Speedrun, Junge. Ich gehe jetzt hier rein, Liga beendet. Fuck. Ja, ich weiß. Du weißt, was ein Tweak ist? Yeah. Solltest du einfach mal machen so, und dann so random Game einfach crashen. Digga, ich tippe mich in irgendeine Wand rein, so. So, sowas. Aber bist du einfach so, machst du das so, so random Bike Movement oder so, bist du so in Hall of Fame, sowas? Gut. So, GG, Yoshi, du hast es geschafft, du hast die Elite 4 gebietet, so. Nein, ich bin mir zu rot. Stehst du vor ihm, aber Kampf ist nicht beendet. Ja, dann mach ich's, dann komm ich an, Digga, ich fetz hier, Digga, guck dir das Team an. Alter. Du nimmst ihn auseinander. Ja, auf Level 100. Mit seinen Level 2 Pokémon, Junge. Das ist schon krass. Diese Arena ist so AIDS zu manövrieren, Alter. Ich weiß. Die Ho. Die Ho. She's gonna get milked. Hallo, ja, ich bin Bianca. Aber warte mal, haben wir uns nicht vor dem Radio-Ton getroffen? Du bist der Pokémon-Trainer, stimmt? Heutzutage hat jeder ein Pokémon, war es meinst auch viel zu süß. Ich ho, ich sehe so süß, dass ich sie am liebsten. Wie? Du forst mich zur Kaffee raus? Was würdest du mit dem Pokémon machen?
Digga, Special Pass, aber alle sind Pass bei ihr. Ja, ja. Oh mein Gott, eine Elektrospinne, so süß. Gut, der muss weg. Da kommt Niki rein. Der darf bleiben. Raphael darf bleiben. Er macht Lebensschuss auf Chamia. Donnerblitz, Atombombe, los! Oh, danke, dass du Niki gießt. Jetzt kann er wachsen. Was? Woher hat der Aero? In welchem Universum? Diesem. So, Rasierblatt. Nochmal Lebensschuss. Oh wow, ist auf Raphael. He's smart. Aeroas muss leider getankt werden. Lebensschuss. Macht das Ding so low, dass Niki killen kann. Rasierblatt, Alter. Schärfer als die Messer, die dein Opa zu Hause hat. Was? Beide gekrittet, Digga. Get wrecked, ihr Ficker. Ganz tiefe Code Erfahrungspunkte. Nächste war 1 nach 7. Glibunkel. Und was ist ihr stärkstes Pokémon? Luxtra. Oh Gott. 25, Digga. Gleich essen heute ein Messer bedroht. So Raphael und Niki. Gut, wir machen Rasierblatt einfach und ich würde sogar drin bleiben. I don't care. Und Dämpfschuss auf Luxtra. Eisen. Boah, das Ding Eisenschweif. Okay, geht auf Niki. Das ist okay. Durchbruch. Ah, Kacke. Hier, Mr. Linus bekommt das Maul. Lehm in die Fresse. Hälfte am besten. Okay, das Ding macht mir Angst. Ja, okay, jetzt kann ich RPG reinholen. Der, du bist jetzt aber gutes Level. Du kannst jetzt mithalten hier. Ja. Ich mache jetzt mal Math im Kopf. 31, 38. Attacken, wir haben 40 und 70. Aber ich glaube, sogar Glut ist noch stärker. Ja. Lebensschuss ist ja auch besser. Oh, zum Glück Feuer, Junge. Aua, Raphael, aua. Bitte. Yes, rest Raphael davor, Luxtra, wegen den Debuff, den er hat. Es ist ein minus 2, das ist gut. Geheimpower. Aua. Digga, nur wegen Verbrennung hat RPG überhaupt überlebt, Junge. WTF. Ja. Innet steigt, wieso hat er eine Bär? Das ist unfair. Anzeige. FBI. Gut, Raphael, heile ich einen Trank? Nee, ich mach einen super Trank. So. Okay, okay. Feuerjunge. Durchbruch. Auf RPG, aua. Aua. Oh shit. Ah gut, zurück auf Raphael. Verbrennung, Kegluxtan, let's go, let's go, let's go. RPG macht, das Ding ist... Ja, einfach draufhauen jetzt. Nee, wait, ich mach schlau, ich mach richtigen Move. Linus. Eigentlich ist es nicht schlau, weil Linus wird geknallt von dem Muggel. Egal. Kopfnuss. Oder das Ding ist halt Gift. Eigentlich ist Felsgrab besser, aber Felsgrab ist halt irgendwie scheiße. Ich mach Kopfnuss einfach. Durchbruch auf Linus. Linus ist 1 KP. Sogar fast Hälfte, Alter, WTF. Aus Stahl einfach. Ist er ja. Ist aber, glaube ich, genau Hälfte. So. Ich mache jetzt den Move.
Ich kann also schön die Turns so einsetzen, wie ich will. Ich kann damit Leides angreifen und Leides gleichzeitig heilen, was cool ist. Ja. Er macht Durchbruch auf Linus. Linus überlebt. Linus paralysiert seine Mutter. So extra safe. Gut. Jetzt macht Linus Superschall, damit der Gegner verwirrt ist. Und Raphael macht Kopfnuss, damit der Gegner zurückschreckt. Linus geht leider daneben. Kopfnuss. Er kommt durch allen durch. Verwirrung nicht getroffen. Paralyse nicht. Und Kopfnuss nicht. Ich würde mal gerne die Chance ausrechnen. Kopfnuss. Schreck zurück. Yes. Easy. Das ist aber ekelhaft. Das ist die Ho. Das ist aber eigentlich richtig ekelhaft, weil er hat jetzt da kaum eine Chance anzugreifen. Ja. Schreck zurück. Haha. Na! Ja. Sie ist so eine Ho. Oh shit. Ja, er war jetzt vorbei. Digga, die hauen einfach Bus auf den einen, das arme Ding, Junge. Traumatisiert mich immer. So einfach so die ganze Zeit auch einschlagen, bis so in Ohnmacht fällt und dann wieder aufwachen, um weiter darauf einzuschlagen. Yes, das ist wirklich so. Einfach richtig gut. Schnüff, Steve. Du bist ja so gemein. Buhuhu, du fetter Wichser, geh. Okay, tschüss. Einfach schnüffeln, Bruder. Sie riecht einfach an dir. Oh je, jetzt ist Bianca zu Wein gebracht. Du hast ihre ekelhafte Haie-Strategie outplayed, indem du das Ding einfach mit weggebunkst hast, Alter, wie behindert. Gib mir die Orden. Was ist? Willst du noch irgendwas? Oder das geht deine Orden aus? Sorry, ja, hier, nimm die Scheiße und piss dich. Ich will dich hier nie wiedersehen, du fetter Ficker. So asozial auch so, sie heult so, du gehst einfach so und dann sagt sie so, ja, entschuldige dich mal und du gehst so hin, so, ja, gib mir meinen scheiß Orden, Digga. Gar nicht irgendwie so, ja, tut mir leid, sondern einfach so, fick dich, gib mir den scheiß Orden, Alter. Ja, der guckt dir die Ho an, Junge. Junge. Los, Glut auf ihre Haare, gleiche Farbe, hahaha. Tot. Yes, Haarbrand. Was? Ja, normal. Du hast es echt nicht leicht mit den Treppen, oder? Und diesem Einschritt laufen. Ja, weil ich nicht mit D-Pad spiele, sondern mit Stick. Ah. Okay. Heile. Okay. Heile Steine. Okay. Steiniger Heiler. Die Doofheim-App, die du mir geschickt hast, die mache ich nachher easy. Digga. So. Leute, damit würde ich sagen, bei dem Stream von Witchwatch-Betrug wäre ich auch schon. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder auf YouTube wieder. Mal sehen. Egal, tschüss. Hiermit endet dann auch das Highlight-Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Fickt euch, Among Us.